habe es vorhin eigentlich mehrfach getestet. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt nicht groß fortsetzt. Vielleicht könnt ihr, falls jemand das den Stream sieht, live sieht, einfach einen kurzen Beitrag im Forum absetzen, dass es funktioniert, dass wir wissen, dass überhaupt irgendjemand zuschauen kann und den wunderschönen Fight hier bewundern kann. Ja, jetzt hier hat sich's nochmal zusammengeschoben. Wir gehen einfach mal auf die Heckkamera von Jan Hennekes. Und da schauen wir mal, wie da der Daniele Bonentura dran ist. Und der Mike Vogt dahinter ist ja auch wirklich direkt dran. Und jetzt kommt's hier fast zur Berührung. Jetzt schiebt der Bonentura den Jan Hennekes an. Und das ist dasselbe, was wir eben gesehen haben. Hier in den Passagen ist Bonentura sehr schnell, aber gleich kommen wir dann zu einem Streckenteil, wo dann der Jan Hennekes wieder schneller ist. Also der Jan Hendrikas hat ja scheinbar so die Trulli-Variante des Setups gewählt. Also er hat einen kleineren Flügel, also einen flacheren Flügel verbaut. Damit ist er vielleicht im Infield nicht ganz so schnell, aber da kommt sowieso keiner vorbei. Also wer hier im Infield Plätze verliert, da läuft wirklich was schief, dann muss man sich nicht mehr über das Setup Gedanken machen. Und ja, auf der langen Geraden fährt er dann einfach davon. Und das erklärt auch, warum er hier immer mal wieder Quersteher und dann rausbeschleunigen hat. Da fehlt einfach der Anpressdruck auf der Hinterachse mit dem flachen Flügel. Jetzt auch der Alex Hiedl kommt dann da hinten jetzt ran. Also da bildet sich jetzt wirklich ein ganz schön heißer Fight um den dritten Platz. Vorne Göschetter ist wohl mittlerweile 6 Sekunden weg von Mike Neumann. Und der hat rund 4 Sekunden Vorsprung vor genau dieser Kampfgruppe hier. Richtig spannend wird es auch um Position 12 rum, weil da ist jetzt der Elmar Erlekotte an den vor ihm fahrenden Kai Kindermann und André Keitel rangefahren. Und ja, vielleicht hat er jetzt schon die Chance, auf der Geraden irgendwo vorbeizugehen. Ja, man muss ja sagen, der Elmar hier super schnell, also er ist ja über 3 Sekunden schneller als der vor ihm fahrende Kai Kindermann. Also wenn er an dem nicht vorbeikommt mit so einem Überschuss, dann muss der Kai da ja überhaupt keinen Flügel drauf haben. Und was man auch sehr schön sieht, der Jörg, der hat sich hier in den Windschatten gehangen, fährt jetzt hier ganz gemütlich oder auch weniger gemütlich, weil er hat doch eine super Pace hinter dem Elmar her und wird dann wahrscheinlich so auf den letzten Runden irgendwo ja mal versuchen, doch nochmal die Lücke zu finden. So, und jetzt hier wird es ganz schön, jetzt fahren sich hier zu dritt auf die Kurve zu. Ja, und da geht der Daniele außen, der Mike innen am Jan Hennekes vorbei. Unglaublicher Move. Ah, das war jetzt wirklich allererste Sahne, die Aktion hier. Erinnert mich so ein bisschen an das Überholmanöver von Mika Häkkinen an Michael Schumacher. Aber damals war es ein Überrundeter in der Mitte. So, und jetzt gucken wir uns das hier von der Heckkamera vom Jan an. Da kommen die angeflogen. Mike in, Daniele außen und oh, da wird es hier ganz eng. Ja, und jetzt sind die beiden anderen vorne. Ja, und da wäre Mike fast noch am Daniele Bonaventura vorbeigekommen. Also, unheimliches Manöver hier. Und ja, Daniele hat jetzt erstmal die Nase vorn. Aber mal sehen, ob der Mike nicht vielleicht doch noch nach vorne ein bisschen angreift. Währenddessen ist ja die Kampfgruppe um Elmar Erlekotte direkt am Kai Kindermann dran. Also, ja, kann jetzt hier schon hinten die kleinere Beschriftung, die Bedienungsanleitung vom Heckflügel lesen, wird es natürlich versuchen, gleich noch der Haarnadel anzugreifen. Und direkt davor kämpft auch André Keitel gegen den Haken Drücker, das ist Platz 9 und 10. Und wenn Elmar mal ganz hypothetisch an denen vorbeikommen würde, dann ist er ganz nah an den Top 8 dran. Und jetzt vorne der Pferd vom André Keitel. Und jetzt ist Kai Kindermann direkt hinter dem André Keitel. Und ja, jetzt ist es noch verwundert. Also jetzt muss er versuchen, vorne vorbeizukommen. Vielleicht fängt sich aber auch der André Keitel andererseits dahinter gleich Elmar Erlekotte mit einem schnellen Wagen. Ja, jetzt der Kai hier am André dran. Wird hier spannend. Ja, scheint so, als ob der Elmar wirklich hier großen Flügel fährt. Und weil hier hat er wirklich auf der Geraden keine Schnitte und das ist unglaublich frustrierend. Er kann schneller und er kann wirklich viel schneller. Und es bringt ja einfach nichts. Ja, was mich wundert, hier hat André Keitel mit einem Schlag ist er erheblich langsamer geworden. Und der Kai Kindermann kommt da ran, kann damit fighten.
Und, oh, jetzt leichte Berührung hier mit dem Elmer, würde ich sagen. Und genau die Situation hat sich der Jörg gewünscht und fährt vorbei. Der Jörg, der klare Nutznießer davon. Und jetzt ist die Kampfgruppe einfach mal rumgedreht. Elmer hat hier die Jagdposition abgegeben an den Jörg Comani, wenn auch eher uneigennützig bzw. ungewollt. Er setzt sich daran, das Duell vorne, André Keitel versucht alles. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, davor ist dann der Haken Tröger, der scheint mir auch nicht wirklich wegzukommen. Aber vorher war ja eigentlich die beiden vorne im Duell und die waren auch ein Ticken schneller wie der Kai Kindermann. Jan Hendrik ist mittlerweile auf Platz 7 zurückgefallen. So, und was war das jetzt? Das habe ich gerade nur aus den Augenwinkeln gesehen. Das gucken wir uns nochmal an, und zwar aus der Onboard vom Elmer Erlekotte. Wow. Da. Ja, da macht der Kai Kindermann einen Fehler. Und da konnten hier im Infield Jörg Comani und Elmer Erlekotte am Kai Kindermann vorbei. Ja, unheimliches Manöver, also war so wenig Platz, vor allen Dingen dann beim Elmer, dass man fast gedacht hätte, jetzt klappt's wirklich, jetzt berühren sie sich. Aber nein, bloß der kleine Verbremser vom Kai Kindermann und sofort fällt er zurück. Und ja, es hatte sogar eine deutliche Lücke da zum vor ihm vorhandenen Elmer Erlekotte. Ich habe gerade mal geschaut, also für einen Kai werden das durchaus gute Ränge, die er da einfährt. Also Suzuka war er 2x16, in Bathurst war er im ersten Lauf ausgefallen, im zweiten gar nicht angetreten. Also ja, da lief es immer nicht so richtig für ihn. Und dieses Mal so ein schönes Rennen, schöner Fight, und habe ich hier zu viel besprochen. Chris Eisold, Jan Hennekes haben hier einen großen Crash, das einiges nach sich. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Jan Hendrikes erwischen, um ja da das Replay einzuschalten, um das uns nochmal genau anzugucken. Hier geht alles gut. Ja, der Kai schlägt rechts ein in die Wand und dadurch auch links, und dann kommt es hier zur großen Karambolage, und da auch der ja, ich glaube, es war Marc Blech, der da auch mit involviert war. Das ist natürlich super ärgerlich. Ja, aber überhaupt keine Möglichkeit für den Hinterherfahrenden. Also der berührt er die Bande, und in dem Moment ist es eigentlich schon zu spät, um zu reagieren. Und ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, und dadurch wurde es auch wieder sehr spannend. Also jetzt Marco Blech fällt hier zurück, sehe ich gerade. Müssen jetzt mal gucken, ob wir den auch erwischen. Da ist er auch nicht. Ist er in der Box? Ja, er ist in der Box. Hat quasi aufgegeben. Natürlich sehr schade. Aber soll ich dir was verraten, wer auf Platz 7 ist? Du hast ihn gerade ins Bild geschalten. Elmer Erlekotte ist hier unter die Top 8 gefahren. Saubere Leistung von ihm. Hinter ihm jetzt immer noch jetzt der André Keitel, den hat er überholt. Und vor ihm der Haken Tröger. Ja, der Comani. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da auch in der Situation mit dem an Hendrikus, wo es dann untergab, je nachdem, wie man da ankommt, wie vorsichtig man ist, indem man nochmal abbremst. Und dahinter gab es jetzt auch Situationen zwischen, ja, das war Jörg Comani und Kai Kindermann. Hat er wirklich in der Kurve überholt, wo eigentlich Überholverbot herrscht? Kurz noch mal an. Ah, hier ein großer Fehler. Jetzt ist er hier innen daneben. Das klappt eigentlich, das passt keine zwei Autos. Lässt sich ja zurückfallen? Ja, sticht einfach rein. Noten los und bekommt nur mit Schützenhilfe die Kurve. Also Respekt, sowas zu versuchen, und vor allen Dingen, dass es auch ohne größere Blechschäden funktioniert hat. Da kann man nur von Glück sprechen, dass meines Erachtens nach in der GBCC dort kein Überholverbot ist, sondern nur im realen Motorsport. Ja, die offizielle Regel gibt es nicht, und anscheinend auch so hier nicht, weil man kann ja überholen. Das hat uns der Jörg gerade bewiesen. Ja, für ihn fehlt dann noch ein Platz, um auch
im zweiten Rennen von ganz vorne zu starten. Also er müsste noch am André Keidel, der zurzeit auf Platz 8 fährt, vorbei. Und da vorne wurde es jetzt auch wieder ganz eng. Und das war der Fight zwischen Elmar Erlekotte und Hagen Tröger. Und der Elmar ist vorbei. Der ist auf Platz Nummer 7. Ja, da Kai Kindermann ist jetzt direkt... Nee, hinter Kai Kindermann. Sondern André Keidel, genau, direkt am Haken drüber dran. Also den Haken hat das gleich richtig Zeit gekostet. Und direkt hinterm André Keidel jetzt auch Jörg Komorny. Und die Dreier-Kombination wird jetzt richtig spannend. Wir haben es gesehen, auch wenn man den Vordermann in den Fehler treibt, kann man hier im Infield überholen. Und das war jetzt eine der folgenden Rechtskurven, wo wir schon mal das Überholmanöver gesehen haben. Ja, ja, jetzt aber auch der André Keidel leicht, das passt hier nicht in der Kurve. Möchten sie jetzt direkt rausbeschleunigen, aber das passt genauso wenig. Und der Kai Kindermann ist jetzt schon wieder am Jörg Komorny dran. Also jetzt wird die Dreiergruppe zu einer Vierergruppe. Und also je enger das wird, je mehr Autos hier beieinander, umso eher ist dann auch mal ein Fehler, wo man dann mal sich leicht anschiebt. Ich hoffe mal, dass jetzt hier alles gut geht. Ja, die Kurve haben sie auch gut erwischt. Das haben wir auch schon anders gesehen vorhin mit dem Christoph Bartels. Der Jörg schießt jetzt ran. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Wir haben nur noch drei zu fahren Runden. Wenn er dann jetzt wirklich noch den achten Platz will, dann muss er jetzt hier irgendwo den Angriff setzen. Da ganz langsam sieht da der Windschatten. Jetzt bremst er deutlich früher. Kommt aber auch deutlich besser in die Kurve rein. Jetzt ist er hier wirklich ganz nah am André Keidel dran. Ja, aber jetzt das geht noch nicht. Dann kommt hier noch diese Rechtskurve, da haben wir vorhin schon gesehen, wenn man so nah hinter jemand anderem ist, da kann man sich selber verschätzen, aber man kann auch nicht reagieren, wenn der Vordermann da doch die Bande trifft. Aber hier geht alles gut. Jörg lehnt sich links gleich noch ein bisschen an, aber ja, jetzt fehlt einfach die Geschwindigkeit auf der langen Geraden. Und jetzt Angriff vorne, André Keidel verbremst sich da noch und dreht sich weg und damit müsste Jörg Komorny vorbei sein. Jörg Komorny auf Platz 8, das bedeutet Pol im zweiten Lauf. Warum ist ja noch jemand zurückgefallen? André Keidel ist auf Platz 8. Jan Hennerkes, der war schon eben drauf. Daniele Bonaventura, eben noch ganz weit vorne, jetzt nur noch auf 12. Was ist da los? Haben wir das noch im Relay? Glaube nicht. Nein, das sieht mir nicht so aus. Oh Mann, das wäre echt für Daniele ein super Ergebnis gewesen. Wir haben vorhin gesagt, er ist schon so häufig hier in Macau gefahren und lag ja da auch eigentlich super platziert, hatte da auch nach hinten schön viel Platz, aber da hat er irgendwo zu viel gewollt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Gerade ihm hätte ich mal so eine Podiumsposition mal wieder gegönnt. Ja, aber jetzt dadurch Jörg Komorny sowieso schon im zweiten Lauf weit vorne und André Keidel vielleicht gar nicht so unglücklich, dass er jetzt überholt wurde, denn dadurch ist er auf Pole Position im zweiten Lauf. Ja, und der Jörg will auf jeden Fall auch noch den sechsten Platz vom Hagentröger haben, das zeigt er hier. Boah, der versucht's nicht wieder hier, oder? Nee, diesmal nicht ganz. Ah, die haben jetzt alle... André Keidel hat sich da beim Rausbeschleunigen ein bisschen weggedreht, ist jetzt zurückgefallen auf Platz 9, damit von der Pole Position verdrängt und auf Platz 8 jetzt Kai Kindermann und hier gibt es die Lichthupe, da bin ich mir nicht sicher, ob sich vielleicht die beiden hier berührt haben und jetzt nehmen wir das Replay, das hat sich eigentlich der André Keidel gerade meines Erachtens nach weggedreht, mal sehen. Nee, da war er selber dran schuld, hat versucht die Linie zuzumachen, das hat dann nicht gepasst. Und jetzt ist er hier mit Riesenabstand auf Platz 9, muss ich eher noch gegen den Jan Hendrikes auf Platz 10 verteidigen. Und jetzt hier, Hart Röger ist jetzt zwar gut durch die Kurve gekommen, aber direkt hinter ihm, der Jörg Komorny, jetzt mit Windschatten genügend Geschwindigkeitsüberschuss, um sich daneben zu bremsen. Oh, die fahren zweit durch die Kurve, jetzt die nächste rechts, die geht eigentlich nicht zu zweit. Also, Jörg Komorny steckt zurück, aber
ein ganz, ganz starkes Manöver von dem Haken Dröger, wie er hier dagegen gehalten hat. Also Respekt. Ja, und dadurch, dass der andere Keitel jetzt noch weiter zurückgefallen ist, ich glaube, der ist sogar... Ja, da gibt's noch wieder einen Crash. Da stehen die Autos irgendwo in der Wand. Gucken uns das mal im Replay an. Da geht's hier um André Keidel und dahinter, das müsste Kai Kindermann sein. Das war meistens nach der die Aktion mit Jan Hender. Ah, okay, da gab's noch auf jeden Fall der André Keidel jetzt mit völlig zerdellten Auto. Und gibt das Rennen auf. Sehr, sehr schade, das war so ein starkes Rennen von ihm. Und ja, sehen wir die Spezialität von Macau, also 12 Runden hier mit dem Porsche durchzuzirkeln im Zweikampf die ganze Zeit. Das ist so schwierig, die Konzentration aufrecht zu erhalten und da wirklich die ganze Zeit über am Limit zu fahren. Und man muss ja auch sagen, wir haben jetzt hier noch nicht mehr viele, die noch fahren. Also die Ausfallquote ist jetzt immer stärker angestiegen. Jetzt im Bild haben wir aber immer noch das schöne Duell um Platz. Und er probiert es wirklich. Da, boah. Ja, und der Hakendröger lässt es nicht mit sich machen. Wieder starke Aktion, also ich kann mich nur wiederholen. Hakendröger hier ganz klar für mich der Fahrer des Rennens. Dem Jörg Kormani so die Grenzen aufzuzeigen. Jetzt schon zwei richtig starke Manöver. Jetzt ist er hier aber schlecht durchgekommen. Jetzt ist er schlecht durch diese schnelle Rechtskurve gekommen. Und Jörg Kormani konnte das nicht nutzen. Und wieder verpasst er den Scheitelpunkt. Und wieder kann sich Jörg Kormani fast daneben setzen. Aber der Haken macht hier die Lücken dicht. Jetzt haben wir hier noch die schnelle Rechts. Davor wird sich der Jörg nicht daneben setzen können. Der wird es wieder danach probieren. Ja, und da der Haken mit Fehler, der leichte Crash, ja, und das war ja ein unglaublicher Save, wie er da den Wagen gehalten hat, unglaublich, aber Jörg Kormani ist durch. Ja, vor allen Dingen, wie der Jörg da vorbeigezirkelt ist, der ist jetzt vor Schreck, verpasst er ja gleich mal den Bremspunkt, also unheimlich, also wäre ich der Jörg Kormani gewesen, ich hätte vor Angst das Steuer verrissen und wäre dort wahrscheinlich mit in die Bande geknallt. Ja, und wer fährt vorne ganz einsam weg und auf wen habe ich meine 5 Euro gewettet? Na, wer ist es? Ja, da hast du wirklich gut gewettet, muss man sagen. Wobei wir natürlich nicht gesehen haben, wie stark wäre der Sascha Lestrange gewesen. Und vor allen Dingen, der Sascha ist dann gar nicht mehr weitergefahren, sondern ist dann gleich nach der zweiten Runde in die Box und hat aufgegeben. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob er da sich vielleicht sogar bei einem Aufholen wieder abgelegt hat. Auf jeden Fall ja auch im zweiten Lauf nicht wirklich eine Gefahr für einen Gö. Und Gö Stettler, 30 Punkte hat er schon eingefahren. Also der wird hier wahrscheinlich den Rekord für die meisten Punkte in der Saison einfahren. Ganz, ganz große Gratulation an Gö Stettler, der verdiente Meister, unglaublich souveräne Vorstellung, nicht schlecht. Hat knapp 20 Sekunden Vorsprung auf den Mike Neumann. Und für den wäre es am Ende fast nochmal Cup geworden, also noch ist er ja nicht im Ziel, aber... Der Mike Vogt im Hintergrund, der ist nochmal richtig nah rangefahren. Also Mike Neumann auch einem sehr starken Ergebnis. Platz 2 so weit vorne war auch noch nicht. Und auch ein, ich sage mal, wieder erstarkter Mike Vogt auf dem dritten Platz. Das freut uns natürlich sehr. Auf Platz 4 dann der Alexander Riedel. Auf der 5 nach vorne gefahren. Starkes Rennen. Elmar Erlekotte. Dann kommt hier unser, ja, Pechvogel kann man sich nennen, unser Eisenharter Jörg Kormani, der sich durchgebissen hat, bis auf den 6. Platz. Auf der 7 dann Hart Röger mit einem unglaublichen Save eben. Auf der 8 dann Jan Hendrikes, der startet also gleich von der Pole im zweiten Rennen. 9 dann Kai Kindermann und 10 Peter Neuendorf. Und der hat sich ja auch ganz schön nach vorne gekämpft. Der war nämlich am Anfang ziemlich weit hinten unterwegs. Ja, und auf der 11 dann Christoph Bartels nach seinem Boxenstopp hat er es dann doch auf 11 geschafft. Das ist jetzt keine so schlechte Ausgangssituation für das kommende Rennen. Wenn er da einen guten Start, irgendwie 2-3 Plätze am Start gut macht, dann hat er da gute Chancen, vorne mitzumischen. Vor allen Dingen ist er ja auch unter Umständen so am Gö dran, also der Gö wird 3 Plätze vor ihm starten.
das ist keine allzu große Entfernung. Ich war jetzt ein bisschen ruhig, man hat es vielleicht schon vermutet, jetzt habe ich doch mal die Statistik-Datenbank bemüht und habe mal geschaut, wer hatte denn bis jetzt am meisten Punkte nach einer GBCC-Saison. Und ja, man wird es nicht glauben, der Jan van Merkatz war das, und zwar in GBCC-Saison 3 mit 483 Punkten, und der Gö hat vor dem Rennen jetzt schon 487 Punkte. Ja, also eine bärenstarke Saison, auf jeden Fall von Gestad. Das hat er unglaublich souverän gemacht, und quasi diese Allianz, die sich vor der Saison gebildet hat, mit Fastlane Racing aus Jörg Comani und Gürstädtler, die war auch in der Teamwertung unschlagbar. Das ist einfach eine Kombination aus zwei Fahrern, die es wirklich drauf haben. Jörg Comani, unglaublich schneller, souveräner Fahrer. Die haben auch die Teamwertung so gerockt. Da sind die mit so viel Vorsprung jetzt dabei. Also eine sehr, sehr starke Leistung, so der man nur applaudieren kann. Und ja, es ist natürlich jetzt hier der krönende Abschluss für Gül. Der Sieg im ersten Rennen, ein Rennen kommt ja noch, und da bin ich mal gespannt, ob er es wirklich auch schafft, vielleicht wieder bis ganz nach vorne zu fahren. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend. Da kommt der berühmte Donut vom Gürstädtler, den wir schätzen gelernt, den wir lieben und den wir so gerne uns anschauen. Ja, und wenn sie jetzt sich noch ein bisschen reinhängen, der Gürstädter und der Jörg Comani, dann können sie auch noch den Rekord in der Teamwertung brechen. Derzeit liegt er bei 959 Punkten. Und zwar war das damals Team FRC, Daniel Benig und Jan van Merkatz, auch in Saison 3. Also das war so eine Rekordsaison. Und Fastlane Racing 1 hat jetzt vor dem Event in Macau 876 Punkte gehabt. Also das ist durchaus in Reichweite, dieser Rekord. Ja, und auch wenn wir das letzte Rennen haben, werden wir unsere hoffentlich wohlverdiente Pause einlegen im Warm-up für das zweite Rennen. Wir sehen uns dann in knapp 9 Minuten wieder.
Und da sind wir zurück, denn es geht sofort weiter mit dem zweiten Rennen. Hier ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und gleich werden dann die ersten Autos hoffentlich in der Startaufstellung zu finden sein. Und das ist ganz vorne Jan Hendrikus. Ja, und ich sehe den Jan Hendrikus gerne mal wieder da vorne. In Nürburgring, kann ich mich erinnern, war sehr, sehr schöne Rennen von ihm zu sehen. Und mal sehen, ob das jetzt auch in Macau vielleicht nochmal mit dem kleinen Erfolg zum Abschied gekrönt wird. Ja, also wir haben gerade gesehen, es ist durchaus möglich, dass man die schnelleren Fahrer hinter einem hält. Der Jörg Kormani hatte unglaubliche Schwierigkeiten am Hagenköder irgendwie vorbeizukommen, und obwohl er deutlich schneller war als der Hagenköder. Also wenn man hier konstant sauber seine Runden fährt, also hier, das gilt vor allem für den Jan, für den Hagen hinter ihm, dann haben die wirklich Chancen, das meine ich ernst, dieses Rennen zu gewinnen. Außer der Jörg ist vor der Haarnadel hinter ein, beziehungsweise dann in der Haarnadel neben ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir aufpassen müssen. Also, wir gucken uns das mal kurz ein bisschen an. Jan Hendrikus ist auf der 2, auf der 1, Hagenköder gefolgt dann von der zweiten Position, Jörg Kormani auf der 3, 4, Elmar Erlekotte, 5, Alex Riedel, 6, Mike Vogt, 7, Mike Hörmann, 8, Gül Stettler. Und ich will mir jetzt einfach mal nicht die Frechheit rausnehmen, als Erster zu setzen. Bitte, wo setzt du deine 5 Euro hin heute? Oder jetzt beim letzten Mal, im letzten Mal diese Saison. Das ist eine historische Entscheidung. Überleg sie dir gut. Ja, und ich kenne mich, ich werde wahrscheinlich wieder schlecht sitzen. Diese Saison war es nicht so erfolgreich. Ich sag einfach mal Jörg Kormani. Der ist jetzt auf Platz 3, startet er. Da kann er nach vorne kommen. Wir haben vorhin gesehen, der weiß hier zu überholen. Oder weiß zu schocken, je nachdem. Und der hat eigentlich die besten Chancen, wobei Elmar war auch sehr gut, aber Jörg hat mich noch ein bisschen besser überzeugt. Ja, und ich werde aber, ja, ich denke eher an Elmar Erlekotte. Eigentlich würde ich sagen Gül Stettler, aber es ist so eine enge Strecke. Ja, ich bin mir nicht sicher, wobei der Gül doch schon eine sehr beeindruckende Pace hat. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch reicht, um nach ganz vorne zu fahren. Ich sag jetzt aber einfach mal Elmar Erlekotte. Ich glaube, der Elmar ist heiß. Der kann das und der startet vor allen Dingen von Platz 4, das ist nicht so weit hinten. Also, wenn der Elmar es schafft, beim Start in den ersten Kurven recht schnell am Jörg vorbeigehen, das ist ganz wichtig am Jörg, dann hat er hier gute Chancen. Meine 5 Euro auf den Elmar. Sascha Lestrange wird übrigens starten von Position 19 und Christoph Bartels wird starten von Position 11. Ja, und für den Christoph, der müsste jetzt quasi Erster werden und der Jörg müsste ausfallen, damit der dann noch auf den zweiten Platz vorkommt in der Fahrermeisterschaft. Das Thema ist, denke ich, gegessen. Christoph hat einfach kaum Punkte gesammelt im ersten Lauf. Es sieht nicht so gut aus, dass er jetzt genügend Punkte sammelt im zweiten Lauf, um da noch auf den zweiten Platz vorzukommen. Was aber, da gucke ich nochmal kurz in die Wertung rein, vielleicht ein Problem werden könnte, ist der Alex Riedel, der ja nur ein paar Punkte, glaube ich, hinter ihm war. Nein, es waren 18 Punkte, die er hinter dem Christoph Bartels war, für den dritten Platz. Also vielleicht kommt da der Alex Riedel noch an Christoph Bartels vorbei jetzt im letzten Rennen. Das wäre natürlich ärgerlich, aber mal schauen. Alex Riedel startet von Position. Ja, von welcher Position startet er überhaupt? Jetzt ist er gar nicht mehr dabei. Doch, Position 5, natürlich. Da ist er doch. Ah, die offensichtlichsten Dinge sieht man manchmal. Was? So ist es. Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Daniele Bonaventura auch wieder dabei, startet von Platz 14. Da bin ich mal gespannt. Der wird jetzt ordentlich Wut im Bauch haben. Wir werden ihn vielleicht später nochmal hören, beziehungsweise wir uns mal informieren, was eigentlich passiert ist im ersten Lauf mit ihm. Das würde mich interessieren. Ja, und jetzt geht's hier in die Startaufstellung rein. Die Positionen werden angenommen. Wir gucken hier, Daniel Langehegermann startet von der letzten Position. Der wird dann gleich auch da sein und dann wird's auch schon losgehen. Und ja,
liebe Freunde des gepflegten Motorsports, das ist das letzte Mal 2011, dass wir einen WTC-Start sehen. Und jetzt geht's los. Guter Start von Herrn Hendrickes, Haken sogar ein bisschen verpennt und auch Mike Vogt hat seinen Start verpennt. Da war der Gürtel schon vorbei. Ja, Göcher mit einem super Start. Ist jetzt hier Platz 7. Der Mike hat sich wieder zurückgekämpft. So ein bisschen, jetzt geht's hier vorne zu zweit nebeneinander. Der Jürg ist schon vorne, bremst jetzt aber zeitiger, oder? Und da hinten fliegen schon die Fetzen. Aber da kommen doch noch alle recht gut durch. Ja, der Jürg war schon vorne, hat sich dann lieber zur Sicherheit zurückfallen lassen und jetzt nutzt das sofort der Hakendrücker aus. Aber kann es nicht ganz nutzen. Platz 5 Mike Neumann, Platz 6 Kai Kindermann und wenig da vorne von Mitte ist der Elmar Erlekotte. Ja, hier im Replay kommt das jetzt an. Ja, und der ist da in der Wand gelandet und da gab es den großen Crash und da war auch der Christoph Walitz mit verwickelt. Da weiß er fuck gar nicht, wo er das Auto hinsetzen soll, vor Berührung mit anderen Autos. Ein was ist auf jeden Fall klar, Elmer wird hier nicht mehr weiterfahren. Damit war die GBCC-Saison für ihn schon vorbei. In der Führung, jetzt sehen wir hier den Jan Hendrickes, der den Jürg Komani doch noch, nachdem er fast schon vorbei war, wieder auf den zweiten Platz zurückverweisen konnte. Platz 3 Hakendrücker, man sieht sie schon, ist deutlich dahinter. Und dann schon im Duell mit Alexander Riedel. Ja, Elmar war ja hier als Gaststarter in Bathurst. Und da hinten gibt es den Unfall. Das war, der Alex Riedel fährt hier lange rückwärts. Und dann kommt es zu diesen typischen Situationen und dann dreht sich André Keidel nochmal. Und jetzt ist hier die Strecke blockiert und hier sind sie richtig schön. Das schauen wir uns am besten nochmal im Replay an. Also hier sind sie noch zusammen. Geht hier um Platz. Ja, jetzt ist hier erstmal der Fehler. Und jetzt hier die Berührung, wo er anscheinend da reingedrückt wird in die Wand. Will jetzt drehen. Und er blockiert natürlich die Straße ein bisschen, aber das lässt sich ja schlecht, aber erwischt hier den André Keidel am Heck, der dreht sich wieder und unheimlich enge Aktion. Direkt der Schulke muss ich da wahrscheinlich nochmal im Replay-Studium rausstellen. Ob man das überhaupt jemandem zuweisen kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. An der Spitze aber das Duell Jan Hendrickes gegen Jürg Komani und die sind hier unheimlich eng beieinander. Das sind gerade mal 3/10. Und jetzt hier die lange Gerade, da konnte sich der Jürg mal sehen, ranarbeiten, aber er ist nicht nahe genug, um zu überholen. Also, da wird selbst der Windschatten nicht mehr viel bringen, wird Jan Hendrickes noch ein paar Führungskilometer sammeln, würde ich sagen. Ja, Daniele Bonaventura heimlich still und leise auf Platz 6 vorgearbeitet. Ist jetzt knapp 2 Sekunden hinter dem 5-platzierten Kai Kindermann. Der Jörg hängt ja wirklich im Heck und kommt nicht vorbei. Der Jan Hendrickes fährt hier in Field gut, erlaubt sich keine großen Fehler und hier ist schon wieder ein großer Crash. Sacha Lestrange anscheinend da derjenige, der sich am besten durchfädeln konnte, ist jetzt auf Platz 8. Wilde Kameras hier. Würde mal sagen, da hat die Regie noch ein bisschen was zu lernen. Wir sehen aber, Christoph Bartels macht den Fehler und dreht sich hier auf die Strecke zurück und führt zur Massenkarambolage. Christoph Bartels hier mit dem Fehler im letzten Rennen und auch für ihn ist jetzt das Rennen beendet. Das GPC-Feld zeigt sich jetzt hier nicht von seiner besten Seite.
Da ist es doch jetzt ein bisschen heikle Situation. Aber Jan Hendrik ist jetzt mit einer wirklich schnellen Zeit, also für die zweite Runde und das unter Druck von Jörg Omani, ist eine 2:19:1 im Rennen wirklich eine sehr gute Zeit. Das muss erstmal vorn werden. Gerade wenn die ganze Zeit jemand im Rückspiegel riesengroß erscheint und sich ab und zu immer vor Kurven zeigt, das macht einen nervös und dann ist es natürlich schwierig, hier die Top-Zeiten zu fahren. Und jetzt kann er sogar ein klein wenig Abstand noch zum Jörg Comani legen. Und was wir vollkommen verpasst haben anscheinend, auf Platz 16 Gühlstädtler, der ist zurückgefallen. Da gab es anscheinend auch einen Unfall, den wir leider nicht im Bild haben. Das tut uns natürlich leid, aber ja, vorne ist es weiter spannend. Da gab es so viele Aktionen, die gleichzeitig abgelaufen sind und die leider auch das Feld ganz schön reduziert haben. Und jetzt sehen wir hier Daniele Bonaventura direkt vor Mike Vogt und direkt hinter Kai Kindermann. Also jetzt hier eine Dreiergruppe, Platz 3, 4 und 5. Und man sieht im Hintergrund bei Mike Vogt, da scheint schon ein Scheinwerfer dran laufen zu müssen. Der linke sieht schon ziemlich demoliert aus. Ja, auch wenn sich alle auf Macau freuen, die Boxencrew ist es nicht. So viel Teile wechseln und ausbeulen müssen die sonst nirgendwo. Und jetzt fliegen die beiden hier ran an den Kai Kindermann. Das ist der Drittplatzierte. Also hier geht es nicht um eine Überrundung. Das ist ein regulärer Fight und der Kai, oh, da mit dem leichten Verbremser. Und da dreht er sich weg. Es kommt zur Berührung, aber Daniele und auch Mike können weiterfahren. Und der Kai steht da noch drin. Jetzt kommt da der Sascha Lestrange. Der will da natürlich jetzt so schnell wie möglich vorbei und das klappt auch ohne weitere Vorkommnisse. Der Kai hat jetzt natürlich kurz geguckt, habe ich einen Platten und muss ich vielleicht in die Box. Aber alles scheint noch zu funktionieren. Also ein Durcheinander hier, das ist wirklich, sucht seinesgleichen. Ich glaube, so ein chaotisches GBCC-Rennen hatten wir lange nicht. Und im ersten Rennen waren alle hier wahrscheinlich noch top konzentriert. Und jetzt nach den ersten 12 Runden sieht es immer mehr nach einer Schlacht aus, im Schlachtfeld. Und jetzt haben wir hier das Duell zwischen Mike Vogt und Daniele Bonaventura. Daniele kam ja nicht optimal. Und hier fliegen schon die Teile. Oder die liegen noch da und hoffentlich hat sich keiner von den beiden einen Platten geholt. Und jetzt hier nebeneinander und da fahren die wirklich so durch die Kurve durch. Unglaublich. Jetzt checkt der Mike gleich zurück. Da war der Daniele dann doch auf der besseren Position. Aber hier schenkt wirklich keiner keinem was. Da hat der Daniele gesagt, nee, Freundchen. Also den dritten Platz gebe ich nicht nochmal so einfach her. Naja, auch wie vorhin ja richtig schön zu zweit durch die Kurve, also da muss man schon ein bisschen Können haben, um dann nebeneinander durchzufahren und vor allen Dingen dann auch danach einzuschätzen, okay, jetzt passt's halt nicht, vor der nächsten rechts, wo wir zu zweit definitiv nicht durchpassen, ziehe ich lieber zurück. Also die beiden hier schon harte Fights gegeneinander, aber man merkt doch, okay, bei den Kurven, wo es nicht geht, dann stecken sie doch zurück. Und was mich jetzt interessiert, es kommt gleich wieder die Haarnadel. Und das war ja Jörg Comani, seine Stelle, wo er immer überholt hat. Ja, und erstaunlicherweise konnte jetzt vorne sich der Jan Hendrikus ein bisschen Luft machen und hat einen Vorsprung von gut einer Sekunde auf den Jörg Comani rausgefahren. Und dann der Abstand zu den beiden hier ist dann schon ganz schön gewaltig. Das sind knapp 14 Sekunden. Ja, das ist natürlich auch zwischen der chaotischen Anfangsphase geschuldet gewesen. Da haben wir überlegt, wo Sascha Lestrange gestartet ist und wo er jetzt ist. Also das ist schon ja sehr, sehr viele Ausfälle. Mal schauen, wie viele überhaupt noch dabei sind. Ja, okay, einfach nur Gühlstädtler auf Platz 13, ne? Der hat hier schon über eine Minute, fast eine Minute 20 Rückstand, das sagt, denke ich, alles. Ja, und er hat vor allen Dingen keine Beifahrertür mehr, aber er hat immer noch Speed, weil er macht im Chris Eisold mächtig Druck.
Also da, und jetzt hier die Attacke. Und da rutscht er beim Rausbeschleunigen ein bisschen weg und muss sich wieder dahinter einsortieren. Aber an der Stelle eine Attacke zu wagen, das war schon mutig, mutig. Ja, und jetzt haben wir leider verpasst, wie Mike Vogt an Danilo Bonaventura vorbeigefahren sind. Aber der Fight ist noch lange nicht entschärft. Die beiden sind noch richtig eng beieinander. Und wo es auch sehr, sehr eng zugeht, das ist Daniel Scheuler gegen Gerold Pfeiffer. Und jetzt ist er schon vorbei. Gerade war es noch nicht. Jetzt ist er schon. Ah, das wird ein Manöver gewesen sein, nach der langen Geraden, die rechts, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich die Überholstelle Nummer 1. Kurz davor war er noch, jetzt sehen wir es hier, okay, ist kein Replay, sondern das ist Guy Stettler, immer noch auf der Jagd nach Chris Eisel. Wir haben es auf dem Zeitentableau gesehen, da war er noch dahinter und dann haben wir ja draufgeschalten und da war es schon weg, also wirklich wie so die typische Überholmanöver in Macau. Und ja, Guy wird, denke ich, eher versuchen, im Infield zu überholen oder irgendwo in der Nähe, weil mit der fehlenden Beifahrertür ist die Aerodynamik nicht wirklich optimal. Deshalb hat sich Jörg Komani wieder an Jan Hendrikas rangefahren. Es sind nur noch 4/10 dazwischen. Jörg Komani gerade eben mit der persönlichen Bestzeit, die eine halbe Sekunde schneller ist als diejenige von Jan Hendrikas, ist allerdings nicht die allerschnellste Runde, sondern die ist gerade eben Sascha Lestrange gefahren, oder in der vorigen Runde Sascha Lestrange gefahren mit einer 2.18.8 und jetzt nochmal um 5/10 verbessert mit einer 2.18.3. Der holt hier in riesen Schritten auf den Daniele Bonaventura auf. Also Sascha Lestrange derzeit auf Platz 5, will es hier noch nach vorne schaffen und ja, zum Daniele Bonaventura sind es angesprochenerweise knapp 5 Sekunden und der hängt ja direkt hinter dem Mike Vogt. Also der Sascha kann ja noch bis auf Platz 3 mindestens vorfahren. So, und es sind noch ganze 7 Runden, die der Jan Hendrikas aushalten müsste, bis er seinen ersten GPCC-Sieg einfahren könnte. Und das wird aber ganz schön schwierig. Wenn man hier sieht, das ist schon ein kleiner Fehler gewesen beim Jan Hendrikas. Und der Jörg hat mehr Schwung, aber kann es hier nicht nutzen. Ja, dessen fährt hier Chris Eisel seine persönliche Bestzeit genauso wie Guy Stettler. Also die beiden jagen sich zu neuen Bestleistungen an. Und direkt vorhin, Gerold Pfeiffer hat einen Fehler gemacht, war ja letzte Runde 7 Sekunden langsamer und die sind jetzt hier wirklich beim Aufholen. Und jetzt haben wir gerade weggeschalten, wo Jörg Komani an Jan Hendrikas vorbeigegangen ist. Das müssen wir uns jetzt nochmal im Replay anschauen. Ich denke, das war wieder an der Haarnadel. Der Jörg, der Altfuchs, ist hier noch dahinter, jetzt hat er eigentlich bis auf die Haarnadel keine Chance mehr, kommt jetzt hier gut durch, er kommt hier diese Engstelle, wo man gar nicht zu zweit durchfahren kann, und jetzt, genau. Jetzt ist natürlich das Wheel hier wieder falsch gewesen, also, aber er hat auf jeden Fall in der Haarnadel überholt. Ich denke mal, das sah nicht ganz so wild hin und her aus, denn die Teleporter haben Porsche noch nicht eingebaut, das gibt's nicht mal als Sonderausstattung, das schafft nur R-Faktor. Aber Jörg da in der Haarnadel einfach mal wieder reingezogen und da wahrscheinlich den Jan Hendrikas auch ein bisschen überrascht. Denn im letzten Rennen ist er da nicht groß mit ihm im Fight gewesen. Also er wird nicht wissen, dass er da Jörg einfach mal reinzieht. Und was ich am Anfang der langen Geraden gesehen habe, ist eine Frontschürze. Also da müssen sie schon aufpassen, dass sie da nicht drüber fahren. Ich kann mich daran erinnern, der Jörg Komani ist in Bathurst mal in Führung liegend über einen Splitter gefahren und hat dadurch einen Reifenschaden erlitten. Das will er hier ganz bestimmt nicht wiederholen. Thank you.
Ja, aber erstaunlicherweise kann er da nicht sich so richtig absetzen von Jan Hendrikus. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass der Jörg ein ganz Eck schneller kann, aber der Jan ist dran. Ja, der Jan ist dran, aber wir haben es ja gesehen, es ist unheimlich schwierig zu überholen. Wie lange ist ja der Jörg Komani hinter den Jan Hendrikus vorbeigefahren? Und der Jan ist auch zu weit weg, als dass er hier in der Hornadel sich versuchen könnte. Und ganz spannend ist es auch beim Kampf um Platz 8, Daniel Langehegermann gegen Peter Neundorf. Und der Daniel Langehegermann behält hier ganz, also bin ich mir ganz sicher, dass er einen kühlen Kopf bewahrt, denn er hat gleich mal die Fahrertür abgesprengt vorher. Aerodynamisch natürlich leicht nicht ganz so gut, aber... Super für den Ausblick. Genau, super für den Ausblick. Wäre was für Walter Röhr, der wird jetzt nur noch quer fahren, damit er da mehr Sicht auf die Strecke hat. Da war der kleine Fehler von Peter Neundorf und da ist dann auch wieder direkt der Daniel Scheule dran. Jetzt hier gleich der Fehler von der Neundorf und er hat die Linie super geblockt. Das konnte der Daniel Scheule gar nicht ausnutzen. Zeigt sie. Er versucht sich hier innen reinzubremsen und was für ein Manöver. Kommt zwar jetzt hier außen an die Wande ran, aber hat es geschafft, ist vorbei. Jetzt muss ich allerdings verteidigen, der Peter Neundorf jetzt mit ordentlich Schwung, weil er natürlich keinen verloren hat. Fahren jetzt hier fast im Formationsflug auf die Schnelle rechts zu. Peter hält sich hier dahinter, jetzt könnte es vielleicht im Windschatten klappen, aber jetzt verliert er Schwung, weil er an die Bande kommt. Peter Neundorf verliert jetzt hier sofort Zeit auf den Daniel Scheuerle. Der kann sich hingegen ein bisschen nach vorn ranarbeiten. Vielleicht bekommen wir da demnächst wieder den Fight. Währenddessen an der Spitze der Jörg Komani konnte sich absetzen vom Jan Hendrikus. Also in der letzten Runde waren sie eigentlich noch gleich schnell, aber irgendwo muss dann der Jan Hendrikus einen Fehler gemacht haben. Ist jetzt hier knapp 2 Sekunden dahinter. Dahinter Mike Vogt, stabile 16 Sekunden dahinter. Und direkt dahinter allerdings Daniele Bonaventura im Fight mit ihm. Und vor allen Dingen ist da der Sascha Lestrange auf Platz 5, sieht man auch direkt dran. Und jetzt kommt hier das Überholmanöver. Daniele Bonaventura holt den Mike Vogt wieder und der Sascha ist wirklich fast direkt dran. Alle hier lebend durchgekommen durch die Kurve, da hatte ich jetzt ein bisschen Bedenken. Mike Vogt ist jetzt hier neben dem Daniele Bonaventura und wird sich auch in die Kurve reinbremsen, aber steckt zurück, hat er nicht ganz geschafft. Ja, Sascha Lestrange war am Anfang des Rennens, glaube ich, 8 Sekunden hinter den beiden hier. Da hat er jetzt eine riesengroße Lücke zugefahren. Und er hat, glaube ich, seine Chance auf Platz 3. Und der Mike, der macht ein bisschen Ping-Pong mit den Bahnen links, rechts. Ja, jetzt wird da ganz schön hart geblockt.
wobei blocken kann man es nennen, der Mike ist einfach eine Linie gefahren und verschwitzen kann er hier definitiv nicht. Und jetzt hier der Fehlöffner von Mike, aber ja, das bringt dem Sascha nichts. Der kommt noch nicht vorbei, obwohl der Mike da die Kurve viel zu eckig angefahren hat. Normalerweise fährt man die schön rund, um dann schnell rausbeschleunigen zu können. Und das nutzt jetzt so ein bisschen der Daniele Bonaventura, der setzt sich jetzt ab von den beiden Streithähnen her. Der hat jetzt schon 2 Sekunden Vorsprung auf den Mike Vogt. Ja, und Gösch Stetzel hat endlich an den Chris Eisel vorbeigeschafft. Jetzt ist er auf Platz 11 vorgefahren, aber hat jetzt fast 20 Sekunden Rückstand auf dem vor ihm platzierten Peter Neuendorf. Und Daniel Scheuerle hat an Daniel Langehägermann vorbeigeschafft. Also hier mal kurz nicht aufgepasst und sofort geht's hier rund. Da war ja die ganze Zeit das Duell zwischen dem Daniel Scheuerle und dem Daniel Langehägermann. Und inzwischen ist auch